müsste man das Licht noch ein bisschen höher machen, aber das brauche ich besser im Licht. So ist, glaube ich, besser. Ja. Warum bist du Mitglied bei der Wirkarte? Genau. Und was bedeutet die Wirkarte für dich? Okay. Gut, dann rufe ich mal auf Aufnahme. Kalik. Und dann sind wir online. Und ich begrüße meine Zuschauer und vor allen Dingen den Gunnar, für den ist dieses Video hier, damit er für das wirkarte.de Werbevideo ein bisschen Material hat. Und ich sitze hier mit dem Thomas auf seinem Boot. Wir wohnen, leben beide auf Mallorca und haben uns über die Wirkarte kennengelernt und wollten deswegen auch zusammen ein Video machen. So, und weil der Gunnar so tolle Fragen davon hat, stelle ich dir mal direkt als erstes eine Frage. Und die ist, wie hast du von der Wirkarte erfahren und was hat es bei dir ausgelöst? Also, erfahren habe ich über die Wirkarte über Facebook. Und zwar über den Gunnar, wo ich Freund bin. Und ich war also sofort davon total begeistert, weil ich mir gedacht habe, genau das ist, was fehlt, dass man sich ganz einfach einmal zusammenkommen kann. Dass man nicht nur übers Netz jeder eben was Tolles schreibt, sondern dass man sich ganz einfach mal treffen kann und eben Aktionen planen kann und Aktionen machen kann. Also ja. Das war also die Hauptgeschichte. Sie. Ja, gute Antwort auf jeden Fall. Weiß nicht, ob der Gunnar die nutzt, aber. So, jetzt bist du dran, muss mir eine Frage stellen. Ja, warum bist du in der Wirkarte? Ja, ich habe mich da angemeldet, weil ich eigentlich schon seit Jahren auf ein Tool warte, das eine ganz bestimmte Funktion hat, das Facebook, MySpace und so weiter nämlich nicht haben. Und das ist quasi eine Karte, auf der ich sehen kann, wer mit ähnlichem Gedankengut wie in meinem Kopf um mich herum sich bewegt. Damit ich nicht mehr das Gefühl habe, ich sitze alleine damit an meinem Computer, ständig auf der permanenten Suche nach Gleichgesinnten, sondern jetzt auch die Möglichkeit habe, die real im Leben zu treffen, so wie hier in diesem Fall. Und ja, weil ich halt eben schon eine Weile darauf gewartet habe und das jetzt endlich zur Verfügung steht, habe ich mich doch direkt angemeldet. Hier. Yeah. Ja. So, jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Und zwar weiß ich ganz genau, nämlich, wie findest du den Informationsbereich auf der Wirkarte und was gibt er dir? Also ich finde ihn sehr interessant. Ich habe gestern zum Beispiel diese Videos angesehen von diesem Mädel, die sehr gut erklärt, wie man meditiert. Das ist zum Beispiel was, was ich schon oft gesucht habe und auf dieser Karte gefunden habe. Und es inspiriert auch insofern zum Beispiel mit diesen Giftboxen, dass ich jetzt eine hier installieren möchte. Cool. Und habe auch andere Ideen gehabt, zum Beispiel über Essen, dass man eben hier einfach Leute bewirtet mit Essen von der Insel, rein nur von der Insel, sprich, dass man eben auf eine Finca geht, biologisches Essen dort erwirbt und eben für mehr Leute kocht, nicht, dass jeder nur sein eigenes Ding kocht. Gemeinschaftlich eben, und da habe ich auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, habe auch ein paar Bekannte hier, die ein Restaurant hier haben, das sie eventuell zur Verfügung stellen würden, zumindest mal im Winter, wo hier sowieso nicht viel los ist. Und das war eben interessant, dass eben aus dieser Geschichte heraus schon zumindest schon mal was geplant ist in dieser Richtung, dass man einfach erweckt wird, sage ich jetzt einmal, dass man was tut. Und von daher finde ich das sehr inspirierend, diesen Bereich.
Stell mir noch mal eine letzte Frage. Was bedeutet die Wirkarte für dich? Für mich und in meiner Wahrnehmung ist die Wirkarte ein super Tool, um halt eben online Bekanntschaften zu schließen. Nicht um mit denen Sex zu haben, kennen wir schon, aber halt eben um alles mögliche andere zu machen, was man alleine nicht machen kann. Und die Wirkarte hilft sehr dabei, vom Rechner sich wieder ins reale Leben zu bewegen und wieder Live-Kontakte zu pflegen und nicht immer nur die ganze Nacht Online-Kontakte und so. Und das ist halt für mich so, dass der Hauptgrund gewesen, warum ich gesagt habe, wir brauchen so ein Tool. Weil ich wusste, es hängen alle vor dem Rechner, alle wollen eigentlich was ändern, aber keiner hat Zugang zu den anderen, weil keiner weiß, wo der andere eigentlich wohnt, weil immer alles so anonym ist. Die Wirkarte bleibt anonym, insofern, dass man nur seine Postleitzahl einträgt, aber keine Adresse und sich mit anderen aus der Umgebung erstmal an irgendwelchen neutralen Plätzen treffen kann und sie erst real kennenlernen, bevor man ihnen ihre Adresse preisgibt, die auch im Internet dann überhaupt nirgendwo stehen muss, weil man gibt sie persönlich weiter. Ja, ich hoffe, dass, jetzt habe ich mir dieses von der Sandra auch schon angewöhnt. Ich habe eigentlich immer nur Witze gemacht, jetzt habe ich selber ansteckend sowas. Gunnar, ich hoffe, wir konnten hier irgendwie ein wenig dazu beitragen. Wir lächeln nochmal toll in die Kamera, hier in diese vor allen Dingen, mit den guten Bildern. Und sagen, Wirkarte finden wir gut. Fantastisch. Ja, und freuen uns über alle Neuzugänge, mit denen wir demnächst noch Kontakt bekommen werden. Und mit denen wir gemeinsam Unmögliches möglich machen werden. Halleluja. Namaste. Halleluja.